Jetzt ist weiter hier mit der Story. So. Alfino. So, ganz wichtig für Leute, die jetzt auf YouTube schauen, guckt auf jeden Fall mal vorher und den letzten Part auf jeden Fall an. Ihr könnt aber auch gerne die ganzen Dinge angucken. Unten in der Playlist steht natürlich alles zur Verfügung zu diesem Projekt. Ja, da war auf jeden Fall sehr coole Szenen zu sehen und auch wichtige Bedeutung hier auch in der Story hier, warum wir jetzt hier sind und weshalb warum, falls ihr jetzt auch mal auf dem Damm seid. Falsche Feinde. So. Okay. Hier geht ja auch immer nach und nach halt off jetzt hier so. Alle. Da wollen wir mal hingehen. Das ist immer so cool als Ninja. Man läuft ja immer automatisch halt mit diesen durch Wespen oder Vipernkuss halt automatisch schneller. Ist natürlich auch sehr, sehr gut fürs Movement halt. Spielen sollen wir hier, ne? Ja. Spielen wir hier jetzt. Spielen. Ja, hier irgendwo hier unten. Da haben die ja außerdem die Emotes haben sie jetzt auch halt. Dementsprechend sortiert. Bestimmt auch mal den einen oder anderen aufgefallen. Gehen wir erstmal so. Irgendwie voll cool aus hier so. Sind nirgends zu sehen. Ah. Sieht echt nice aus. Film zum Beispiel. Sieht auch mal so wunderbar. Man kann ja auch immer richtig schön so Screenshots machen. Wenn man jetzt mal eine sehr, sehr schöne Stelle hat. Man hier so einen Screenshot machen. Finde ich wunderbar. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So. Damit kann man auch sehr gut auch an den Screenshots Wettbewerbe hier mitmachen, die ihm halt der Final Fantasy nebenbei auch noch bieten wird. Also da kriegt man halt, ja, wenn man das abschickt und hat es denen soweit gefallen, dann kriegst du auf jeden Fall auch ja, Sonderitems zugesehen von denen. Achso, hier sollen wir auch wieder spielen, ne? Finde ich auf jeden Fall auch eine lustige und coole Sache auf jeden Fall, wo man machen kann. Ah, der Kampf um falsche Feinde, jetzt beginnt das hier. Schauen wir mal. Cool. Ja. Wen haben wir denn da? Die Galea. Ich habe mich schon gefragt, wo die eigentlich jetzt bleiben. Und da haben wir sie ja, sind nun auch wieder. Das sind auch so echt üble Leute, diese Galea. Und jetzt haben wir sie wieder an der Backe. Die gehen jetzt irgendwie auf die Wano, also sprich das, dieses Volk, was eben halt gepriesen ist durch Bismarck. Mal eh Bismarck hier. Die Nerven mit ihren blöden Flaschen blind machen hier, ne? Flaschen. Medikus, das sind die. Taliak. Haliak, okay. Hilfe Halone. So. Das ist alles Gladiator hier. Der Schatz Turio.
Die blöden Flasher. Was? Seid ihr des Wahnsinns? Sehr verrückt. That crazies. Ich treffe nicht, ich krieg meine Combo nicht mehr hin. Komm schon. Ich muss mal kurz den Hauten aufladen. Au! Hätte weh getan mit den mit der Raketenattacke da. Das ist wieder so ein Heiler, ne? Medi. Shit, 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 shit. Weil der hat mir Gewicht gegeben. Ich konnte mich halt nicht so schnell bewegen. Ah, oh, komm schon. Dein Ernst? Richtig viele gerade. Ich kümmere mich erst um die kleinen Fische, bevor ich mich um die Drohne da kümmere. Ich denke mal, Alfino wird nicht so viel aushalten. Oder so einen coolen Rubinkampfvogel hat. Oh. Oh oh. Hey. Lass die mal in Ruhe, darf glaube ich nicht sterben. Ah, der heilt ihn, okay. Sehr schön, Alfino. Drohne ist jetzt auch hin. So. Jetzt geschafft. Jo. Okay. Materia kann man das nicht umwandeln, ne? Nee. Den geht das leider nicht. Geht nur bei den Sachen hier. Dann lasse ich das doch mal nochmal binden bis 100%. Weil dann könnte man das, wenn ich jetzt ein neues Gear hätte, könnte ich das hier in Materia versetzen. Weil verkaufen kann ich das sowieso eh nicht. Und ich hoffe, dass ich da so ein Assassin-Material bekomme, wenn ich Glück habe. So. Ja. Das ist für den Mönch ganz gut. Himmelsgiganten. Yay, jetzt kommen wir zu ihrem Dorf. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. So. Hätten wir jetzt beispielsweise. Wenn ich jetzt fliegen könnte, könnte ich ja jetzt vielleicht sofort hinten, aber teleportieren auch. Aber ich will erstmal hier harmonisieren. Okzundo ist also
ihr Dorf, so wie es aussieht. Holen wir mal unser Mana-Schnitt raus. Ist ja nice. Ein Sun of Funny, die tanzende Ringe. Ninja. Cool. Und meine Klasse sogar. Nice. Boah, hier ist noch so viel zu erkunden. Im nördlichen Teil hier. Wow. Das ist ziemlich nice. Hier kann man halt so eine Schnellreise machen. Sprich, hier muss man andere aktivieren. Das spiele ich ja auch hier unten. Ich hätte, glaube ich, noch gar nicht aktiviert hier, oder? Da, Schokobolinie. Da muss man eben halt immer anklicken. Und dann kann man halt hin und her reisen mit denen. Man muss zwar was dafür bezahlen, aber ja, man kann halt auch so dann schnell irgendwo hin und her kommen, wenn man noch nicht fliegen kann. Sieht echt toll aus. Sehr schick. Irgendwie mag ich dieses Volk lieber als diese Gnarfs von Ravana. Fand ich zwar auch ganz okay, aber ich finde die hier cooler irgendwie. Die Vanu. Auch von ihrem Dorf her und alles. Ein Wolkenprima, ey. Bismarck. Auf den freue ich mich auch schon. Da fliegt der auch schon. Sehr gewaltig. Ah, guck mal, da hat jemand schon die Drachen und sowas. Wir ja bald auch. So. Boah, was für ein Iteriten. Der sieht ja echt super aus. Bei Amri Reborn war es ja immer so, dass die Iteriten alle gleich aussahen, so in der Richtung, und ich finde es mal cool, dass hier mal andere Iteriten zu sehen sind, wie man ja auch schon in Ishgard gesehen habt oder sonst in anderen Ortschaften, wo wir ja schon waren. Das ist cool. Hat was. Es ist nicht so alles eintönig, ne? Ha! Trainieren die. Ah, cool. Dann haben wir einen Reparateur. Zap, zap. Oh cool.
Hier finde ich das recht gemütlich, auf jeden Fall. Also bei dieser Folge würde ich, glaube ich, als erstes verbündet machen erstmal. Die mir schon echt gefallen. Da die Verbundenheit der Stämme, ich denke mal, da wären wir auch wieder bei den Gnarfs und hier bei den Wanur noch machen, denke ich mal, oder? Ich mag schon diese Rasse hier. Mal explizit als erstes machen wollen, denn ansonsten. So. Weißes Kind, nun Wolkengott. Ah. Wir müssen erstmal Bismarck besiegen, um überhaupt jetzt zu dieser Ortschaft dazu kommen, wo der Papst jetzt nun hingegangen ist, hingeflogen. Wir müssen erstmal um dieses Problem hier kümmern, damit wir überhaupt erstmal weiterkommen. Ja, okay. Verbeugen. Dieser war nur denn. Ah, da. Oh nein, der Server fliegt mich, schmeißt mich raus. Ich hab Disconnect. Nein. Ach komm. Yep.
Aua. So. Dann sind wir mal wieder drinne. Oh. Super. Das wäre der Aufnahme, naja. Ja, passiert. Muss nicht, kann aber. Okay, ja, da seht ihr mal, welche, wo ich jetzt hier, ne, stehen geblieben bin. Eigentlich war ich ja da drüben schon, vor ihnen. Da. Ah, müssen wir verbeugen, ne? Bericht erstatten. Bismarck, der Inselfresser. Aber eigentlich passt das ja auch, ne? Mit Sid jetzt hier gegen Bismarck und sowas. Weil mit Technik können wir ja Bismarck eigentlich was antun. Ohne Technik wäre es ein bisschen schlecht, aber gut, dass wir ja auf jeden Fall jetzt hier Sid dabei haben. Operation Fischauge. Jetzt wäre ich zu coole Sachen mal. Sid ist schon eine ganz coole Socke auf jeden Fall. So. Oh, wir können dennoch weitermachen. Hey, hey, hey. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen jetzt 58 sein. Da haben wir auch schon Dark Knight. 57 sogar. Okay, dieses Schwert. Hat ja überhaupt keine schlechten Werte. Das war ja ganz gut eigentlich für 57. Ja. Wie sieht das denn so aus? Aber das hat auf jeden Fall echt einen Style, finde ich. Cool aus. Ach, in Gedenken von Rochefort, da haben wir ja neue Titel bekommen, ne? Ich habe ja noch der letzte Zeuge drin, ne, von T13. Gucken wir mal, was wir hier neu bekommen haben. Ungläubiger, der freigesprochene Nihok, Bezwinger, dann haben wir hier im Gedenken an Rochefort und dann Finder falscher Götter. Die neuen. Ich weiß nicht, manchmal quetschen sich hier auch andere Dinger noch hier mit so rein. Das ist gar nicht. Design. Auf jeden Fall richtig schon viele Titel. Oh! Himmlischer Köder. Und dann kriegen wir außerdem auch Winteräther-Quelle. Die brauchen wir auf jeden Fall auch, damit wir dann auch noch fliegen können. Also ich gehe mal erst so die Quests nach.
Wir müssen sowieso hier in den nördlichen Teilen noch Quests machen. Und danach müssen wir diese grünen Dinger überall nochmal suchen. Und dann könnten wir hier dann fliegen. Da fehlen nur noch zwei Gebiete, wo ich dann auf den East Aimer dann fliehen kann und alles. Aber da müssen wir erstmal noch hin, ne? Sofort kommen wir jetzt noch nicht hin. Da müssen wir um das Problem um Bismarck kümmern. Okay. Ja, mit Sid sprechen. Schickt er denn? Kann ja nebenbei auch die ganzen Nebenquests dann nochmal hier aufnehmen. Die müssen wir so demnächst machen wegen Windätherquellen. Manche sind halt auch über Folgequests nur zu bekommen. Also nicht, man bekommt die gleich direkt, nur gleich sofort, sondern man muss eben halt 2, 3, 4 Quests noch machen, bevor man das überhaupt von denjenigen NPC dann bekommt danach. Zum Beispiel hier, den bekommen wir gleich hier bei dieser Quest. Ja. Das hatte ich immer gesagt, dass man direkt immer von den NPC bekommt, sondern durch den Folge-Dings da, weil man von einem NPC vielleicht 2, 3, 4 Aufträge machen muss, bevor man überhaupt die Quest bekommt mit den. Oh, das sieht ja geil aus. So von der Sonne her so. Ja, haben wir einen schönen Anblick hier. Nice aus. Ah, so, da haben wir noch da oben noch eine, die wir noch holen können. Ah, lästige Fliegen kriegen wir auch da. So, aber die Nebenquests mache ich dann einfach offscreen, also nicht während der Aufnahme hier. Ach, ja. Ich gehe wieder in die falsche Richtung. Knapp die nächsten Part sehen wir uns dann ja, bei Sid dann. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part dabei. Schaut sonst gerne auch über meine Streams vorbei, die ich jetzt währenddessen jetzt wieder aktiv mache, weil den neuen Content mit Heaven's Sword und das weiteres. Ja, mich auf jeden Fall freuen.